Also für die Nazis sind wir jetzt ihre Feinde. Weiß ich doch. Weil wir in der SPD sind. Ja, weil wir in der SPD sind, das auch. Aber dass wir Juden sind, macht alles noch viel schlimmer. Quatsch. Nein, das ist leider überhaupt kein Quatsch. Seht her, seht ruhig her. Seht her auf eure Schande. Seht her, auf eure Kinder. Sie heißen? Inge Deutschbrot. Falsch! Der Jude heißt Israel, die Jüdin heißt Sarah. Man muss ja wissen, wie viele es von euch überhaupt gibt. Na, man muss ja planen können für die Zukunft. Ich kann also nach England. Aber nur ohne Ella und Inge. Aber wer soll denn abgeholt werden und warum? Wir haben doch alle diese Listen bekommen, wo Sie Ihre Besitztümer bis ins kleinste Detail eintragen müssen. Oh, wo der hinkriegst, Sinnentaumel. Mein Gott, ich muss mich ja bei dem armen Schulz entschuldigen. Nicht nötig, Herr Weid. Ich soll ihn von allen bestellen. Sie waren großartig. Ja. Manche hatten Mühe, sich das Lachen zu verkneifen. Also ihr könnt bei mir wohnen, solange ihr wollt, bis der letzte Nazi krepiert ist. Und Sie glauben, dass das klappen könnte? Die Blindenwerkstatt Weid ist ein sehr wichtiger Betrieb. Aufs Nachbarn werden.